Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Rundschau am Sonntagabend. Wohin will die AfD? Geht sie in Zukunft ganz nach rechts außen oder setzen die sich durch, die sie eher in der Mitte sehen? Diese Frage treibt die Partei gerade schwer um in vielen Bundesländern und auch in Bayern. Und die AfD-Landtagsfraktion ist auch zerstritten. Fraktionschefin Ebner-Steiner höchst umstritten. Die Basis will nun Klarheit und die sollte ein Sonderparteitag heute bringen. Er sollte wie ein reinigendes Gewitter wirken. Am Ende wurde der AfD-Sonderparteitag in Greding zu einer kontroversen Debatte um die Arbeit der Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Katrin Ebner-Steiner. Ich nehme mir als Mitglied das Recht, hier auf einem außerordentlichen Landesparteitag, für den ich dreimal im Stau stand, verdammt nochmal eine Aussprache zu führen, wenn ihr verdammt nochmal inkompetent seid. Wenn in den letzten 25 Jahren nicht eine einzige Rüge im Bayerischen Landtag ausgesprochen wurde und in den letzten 4 Monaten 4 Stück an 4 Leute der AfD, dann musst du auch dafür die Verantwortung übernehmen, Katrin. Auch Landtagsabgeordnete traten ans Mikrofon zur Kritik an Ebner-Steiner. Es ist eine Günstlingswirtschaft, dass bestimmte Leute mit Zuckerchen belohnt werden und andere, die eben kritisch sind oder mal ihre Meinung sagen, die werden niedergebrüllt in der Fraktion. Der Umgang mit Geld ist wohl nicht gerade Sache von Frau Ebner-Steiner. Und ich würde ihr empfehlen, sich vom Geld fernzuhalten. Vor allem, wenn es sich um Mitgliedsbeiträge und um Steuermittel handelt. Liebe Anne, ich wurde nicht als Bilanzbuchhalter in den Landtag gewählt, sondern ich wurde gewählt, um diese Fraktion zu vertreten. Und da ist es nicht an der Tagesordnung, dass ich hier Belege sortiere. Ja? Emotional reagiert die Fraktionschefin auf den Vorwurf, dass 2 rechtsradikale Mitarbeiter kurzfristig bei der Fraktion angestellt waren. Die beiden Mitarbeiter sind AfD-Mitglieder. Dann würdest du jetzt zugeben, dass wir Neonazis in der Partei haben. So ein Mist! Sind AfD-Mitglieder, genauso wie du und ich. Kritik erntete auch der Landesvorsitzende Martin Sichert. Er wendet sich in seiner Rede gegen den Thüringer Fraktionschef Bernd Höcke. Kümmere dich um Thüringen und hör auf, dich immer wieder in Bayern einzumischen. Ein Ende der Lagerkämpfe in der AfD ist nicht in Sicht. Ja, es ist also ziemlich hoch hergegangen auf dem AfD-Parteitag in Greding. Und von dort ist mir jetzt meine Kollegin Stefanie Staus zugeschaltet. Steffi, man wollte Streit aufarbeiten und die Richtung bestimmen. Was hat dieser Parteitag zu beidem gebracht? Eine Klärung der Fronten. Das konnte man hier heute wirklich gut sehen, dass es eben hier wirklich tiefe Gräben gibt. Es war sehr gut zu sehen, wer auf welcher Seite steht, wer auf der Seite der Flügelleute steht oder wer eben auf der Seite der eher Gemäßigten steht. Und der Parteitag hat auch gezeigt, dass viele an der Basis wirklich auch sauer sind, dass so viel gestritten wird. Denn an der Basis wird schon auf die Kommunalwahl geschaut. Aber, und das hat der Parteitag eben gezeigt, also hier von einer Streitbeilegung war hier nicht die Rede. Man kann vielleicht sagen, wenn man so alles zusammenfasst, dass die eher Gemäßigten vielleicht heute die Flügelvertreter etwas zurückgedrängt haben, denn es ging ja auch noch mal um den Tagesordnungspunkt Neuwahlen. Den wollten einige unter den Flügelvertretern und dieser Tagesordnungspunkt, den hat es heute nicht gegeben, der wurde abgelehnt. Trotzdem, die Partei scheint weiter gespalten. Warum schafft es die AfD nicht, sich klar zu positionieren, egal in welche Richtung, weiter rechts oder gemäßigt? Ja, sie steht sich einfach unversöhnlich gegenüber, zumindest im Moment. Und ganz interessant war heute auch am Schluss noch des Parteitages, da sollte eine Resolution verabschiedet werden. Da ging es im Großen und Ganzen um die Überschrift Parteidisziplin. Ja, da ging es darum, dass die Mandatsträger eben auch die Inhalte der Basis eben in der Öffentlichkeit vertreten und nicht eigene Wege gehen. Es ging darum, dass Streitereien nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollen, sondern im Hinterzimmer. Und auch diese Resolution wurde hier heute nicht verabschiedet. Da wurde mir allerdings gesagt, dass man sie nicht wegen der Inhalte verabschiedet hat, sondern dass man gemeint hat, eine Resolution bringe nichts. Noch ganz kurz zum Schluss. Reizfigur in der Fraktion und Partei ist Katrin Ebner-Steiner. Wo steht sie nach diesem Parteitag? Ja, da sagen die Flügelvertreter, sie geht gestärkt aus diesem Parteitag hervor. Die eher Gemäßigten sagen, sie geht eher geschwächt hervor. Also es wird jetzt wirklich interessant. Im September wird es einen neuen Landesvorstand geben. Da wird sie allerdings nicht mehr antreten. Da wird es aber darum gehen, ob Martin Sichert noch mal Landesvorsitzender wird. Und im Herbst wird sich auch entscheiden, ob sie noch mal Fraktionsvorsitzende wird. Dankeschön, Stefanie Staus nach Greding.
Annegret Kramp-Karrenbauer legt als neue Verteidigungsministerin Tempo vor. So soll die Truppe unter ihr mehr Geld bekommen. Damit setzt sie den Finanzminister unter Druck, der das Geld herausrücken müsste. Olaf Scholz aber will langfristig weniger Geld für die Verteidigung ausgeben. Da liegt Streit in der Luft. Gute Laune zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD? Diese Zeit ist längst vorbei. Der Bundesfinanzminister kann sich schon auf die nächste Auseinandersetzung einstellen. Im Kabinett wird die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mehr Geld für die Bundeswehr fordern, mehr als bisher vereinbart. Wir haben beim 2%-Ziel der NATO eine klare Zusage gegeben. Für die SPD ein rotes Tuch. Die nächsten Haushaltsverhandlungen im Herbst dürften hart werden. Die CSU weiß Kramp-Karrenbauer da an ihrer Seite. Es ist in den Haushaltsverhandlungen so, dass zum Schluss immer die Parteivorsitzenden darüber mitentscheiden. Und in Zukunft wird die Parteivorsitzende der CDU hier mit am Tisch sitzen. Und das kann für die Bundeswehr nur gut sein. Für die FDP wäre ein höherer Wehretat kein Problem. Ganz im Gegenteil. Parteichef Lindner sagte im ARD-Sommerinterview: Ich würde allerdings lieber von einem 3%-Ziel sprechen und dort noch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Diplomatie mit aufnehmen. Denn nur über Aufrüstung zu sprechen, wird ja unseren internationalen Aufgaben nicht gerecht. In jedem Fall braucht Kramp-Karrenbauer eine Mehrheit im Bundestag, damit ihr erster sicherheitspolitischer Aufschlag kein Schlag ins Wasser wird. Die Verteidigungsausgaben sind auch einer von den Punkten, die das deutsch-amerikanische Verhältnis belasten. Die Zölle sind ein anderer. Da hat nun Bundeswirtschaftsminister Altmaier nochmal klargemacht, dass die EU bereit sei, die Zölle für wichtige Industrieprodukte auf Null zu setzen. Und damit, so Altmaier, wäre auch der Vorwurf von Präsident Trump vom Tisch, dass amerikanische Zölle niedriger seien als europäische. Bisher ist es in der Tat so, dass die USA für europäische Autos 2,5% Einfuhrzoll verlangen, die EU für US-Fabrikate 10%. Noch immer hält der Iran einen britischen Öltanker samt Besatzung in der Straße von Hormuz fest. Der Iran behauptet, der Kapitän habe gegen internationale Schifffahrtsregeln verstoßen. In Großbritannien wächst die Verärgerung über den Vorfall und der deutsche Außenminister Heiko Maas warnt vor einer Eskalation. In einem Krieg gebe es keine Gewinner, nur Verlierer. Doch ungeachtet zahlreicher internationaler Appelle hält der Iran den britischen Tanker Stena Impero weiter fest, derzeit im Hafen von Bandar Abbas. Und das Regime stellt für die Freigabe des Tankers Bedingungen. Großbritannien prüft seinerseits eine Reihe von Optionen, wie es aus London heißt. Dazu könnten auch weitere Sanktionen gegen Teheran gehören. London vermutet hinter der Beschlagnahmung der Stena Impero eine Retourkutsche, weil die britische Marine den iranischen Tanker Grace vor Gibraltar festgesetzt hat. Parlamentswahl in der Ukraine. Umfragen zufolge wird die neu gegründete Partei von Präsident Zelensky stärkste Kraft. Er hatte die Parlamentswahl vorgezogen, um eine Mehrheit für seine Reformen zu haben. Zelensky ist seit Mai Präsident. Er strebt den Beitritt der Ukraine zur NATO und EU an und will Wirtschaftsreformen durchsetzen. Was heute geschieht, gleicht einem kollektiven Suizidversuch. Der Satz stammt von dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Er steht als Leitsatz über einer Klimademo, die heute in München mehr als 10.000 Menschen mobilisiert hat. Organisiert haben den Protest Schüler, Wissenschaftler und Eltern unter dem Label Munich for Future. Eltern unterstützen die Kinder. Der Klimaschutz wird ein generationenübergreifendes Anliegen. Das ist die Botschaft dieser Sonntagsdemo. Das Schülerprojekt Fridays for Future und die Parents for Future marschieren gemeinsam. Vor allem, um den Druck auf die Politik noch weiter zu erhöhen. In einem Land wie Deutschland, das pro Kopf einen sehr hohen CO2-Ausstoß von ca. 9 bis 10 Tonnen pro Kopf pro Jahr hat, dann gibt es da überhaupt keine Ausreden zu sagen, jetzt sollen erst mal andere handeln. Bis kurz vor Beginn der Demonstration um 16 Uhr hatte es heftig geregnet. Aber die Klimapolitik dulde keinen Aufschub, finden tausende Münchner, die trotzdem zum Odeonsplatz gekommen sind. Eine CO2-Steuer, die Verteuerung von Kurzstreckenflügen, der Ausstieg aus der Kohle. Maßnahmen, die noch in diesem Jahr eingeleitet werden müssten, so die Forderung der Klimabewegung, in der auch Wissenschaftler wie der Zoologe Michael Schrödel von der Zoologischen Staatssammlung engagiert sind.
Ich vergleiche den Klimawandel immer mit einer globalen Zeitbombe und sie tickt immer schneller. Wir müssen in den Griff kriegen den Ausstoß der Treibhausgase und wir müssen in den Griff kriegen die Zerstörung der Natur. Nach den Sommerferien soll es mit den Klimademos weitergehen. Der Druck auf die Politik soll hoch bleiben. In Franken haben heute einige ihr Auto stehen gelassen, allerdings nicht zum Klimaschutz, sondern weil sie umgestiegen sind, um ein ganz besonderes Fahrvergnügen zu genießen. Zugfahren wie in alten Zeiten mit dem Adler, der vor 187 Jahren der neueste Schrei auf der Schiene zwischen Nürnberg und Fürth war. Janina Hoffmann ist für die heutige Sonderfahrt von Nürnberg nach Fürth eingeteilt. Die 35-Jährige ist deutschlandweit die einzige Frau, die in der Funktion als Adlerbremserin eine offizielle Zugfahrt begleiten darf. Der Adler war 1835 der erste Zug in Deutschland. Im Alltag arbeitet Janina Hoffmann für das Bahnmuseum als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Zusätzlich zu ihren Aufgaben hat sie sich in einem Lehrgang Kenntnis über Technik und Signale erworben. Dieses sehr schmale Bänkchen ist während der Fahrt ihr Arbeitsplatz. Das ist eine Handspindelbremse und sie funktioniert quasi durch Kurbeln. Wenn ich bremsen möchte, dann drehe ich im Uhrzeigersinn und wenn ich die Bremse wieder lösen möchte, dann einfach gegen den Uhrzeigersinn. Der Lokführer des Adlers muss sich auf seine Bremser verlassen können. Janina Hoffmann muss auf Signalpfiffe schnell reagieren, denn die Bremse der alten Dampflok arbeitet nur mit großer Verzögerung. Eine Stunde lang dauert die einfache Fahrt über die historische Ringbahn von Nürnberg bis zum Hauptbahnhof in Fürth. Kommenden Sonntag sind wieder vier Fahrten mit dem Nachbau des legendären Adler geplant. Im 19. Jahrhundert hatte Hauspersonal nicht wirklich viel zu lachen. Viel Arbeit, wenig Freizeit. Aber im Sommer, da haben sich die Kocherl, wie sie genannt wurden, jeden Sonntag noch vor der Arbeit zum Feiern im englischen Garten getroffen. Die Kocherl gibt's nimmer, die Tradition sehr wohl. Und da kann's Wetter sein, wie's mag. Bier trinken und Brotzeit machen. Eigentlich ganz normal im Sommer in einem Münchner Biergarten. Bloß mit dem kleinen Unterschied, es ist 6 Uhr in der Früh und regnet wie aus Kübeln. Aber auf dem Kocherlball ist alles anders. Und dann wird aus dem Zwiefachen oder der Polka halt ein Regentanz. Wenn die Kocherl, Dienstmadel und Diener früher feiern und tanzen wollten, dann ging das meistens in aller Herrgottsfrüh und vor der Arbeit. Da war die feine Herrschaft nämlich noch in der Kirche. Aus Mangel an Sittlichkeit wurde der Ball dann 1904 verboten, bis er vor 30 Jahren von ein paar Traditionsbewussten wiederbelebt wurde. So, und jetzt kamen die Finanzbeamten, kamen als Zuständige letztlich für den ganzen Garten, kamen am Morgen so gegen 4:15 auch hierher und haben zu mir gesagt, ja, Herr von Freiberg, glauben Sie, dass da überhaupt ein einziger Mensch kommt morgens früh um 6 Uhr? Es kamen Tausende und es wurden sogar jedes Jahr mehr. Und weil am Sonntag nur die wenigsten noch arbeiten müssen, bleiben's einfach noch ein bisschen da. Auch wenn's regnet und der Gamsbart schon langsam schlapp macht. Wer im Trockenen tanzen will, der hat ab nächster Woche gute Chancen. Ab Montag kommt nämlich der Sommer zurück mit Macht und viel Hitze. Am Abend und nachts klingen letzte Gewitterschauer ab. Der Himmel wird vielerorts klar oder nur leicht bewölkt. Morgen ist es in Bayern trocken und freundlich mit einigen Wolkenfeldern.